Action! Hallöchen, liebe YouTube-Freunde. Und sollte schon jemand im Livestream sein, hallöchen. Ich bin diesmal so schnell, dass noch keiner im Livestream ist. Yeah. So, wir gehen wieder rein, bevor ich lange quatsche und die Aufnahme wieder sehr lang wird. Ist ja nicht schlimm, aber wenn die sehr lang wird und ich vorher sehr lange geredet habe, ist auch nicht schlimm. Aber denn so viel Zeit haben wir ja nicht und deswegen gehe ich lieber gleich rein. Wir gucken mal, wir sind ja jetzt mit dem neuen Mikrofon am Start. Und jetzt haben wir aber ein neues Problem. Das ist das Mikrofon anscheinend gut geregelt, aber jetzt sind wir auf einem neuen Betriebssystem, Windows 11. Ja, vorher war Windows 10 und jetzt ist alles schon wieder irgendwie anders, leider. Und mal gucken, wie das jetzt alles, ob die Soundeinstellungen so bleiben oder nicht, oder das, ob wir das auch alles neu machen müssen. Einige Dinge sind jetzt irgendwie anders. Gucken wir mal, welche Probleme auf uns mit dem Betriebssystem auf uns zukommen. Ne? Windows halt, kennt man ja. So, los. Ich starte erstmal und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das vor allen Dingen auf den richtigen Monitor erscheint. Denn da haben wir auch unsere Probleme mit. Ist aber, bin ich kein Einzelfall. So, schauen wir mal. Wollen wir hoffen, dass der Sound volle Pulle ist, so wie wir es eingestellt haben. Nun wird es spannend, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, your next time is a gaming in the looking but in the hood. I'm waiting. Ja, das funktioniert schon mal. Der richtige Monitor wurde gewählt. Wie ich sehe, Bild wird eingeblendet. Das ist auch schon mal gut. Das ist, jetzt kommt die nächste. Ist der Ton da? Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. On the fly, on the richtig, in the richtig erster Moment. So, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen wir langsam ans Eingemachte. Glaube ich zumindest. Viele Rubriken haben wir nicht mehr. Das erinnert mich irgendwie an diese eine Werbung. Wie hieß denn, um was ging es denn da? Oh, Meldermarkt. Wie hieß diese Werbung? Oh, ist ja fast wie bei CSGO. Okay, Erkundungstour, weitermachen. Ah, Ömels. Mit Ömels wieder. Wunderbar. Oh, die Maus muss noch. Maus langsamer. Zu langsam. Bin schneller. Noch ein bisschen. Das könnte reichen. Schauen wir mal. Klavirus. Geh mal fünf. Schön, dass du reinschaust. Vorhin hatte ich voll so ein Grundrauschen, also nicht kein schlechtes oder so, aber so, als würde ich irgendwie einen Ventilator aufnehmen vom Weiten oder sowas. War wahrscheinlich wegen der guten Tonqualität. Was sind wir denn hier? Guck mal, ein Ticken langsamer. Noch ein Ticken? Mann, ich hatte doch ganz... So, das ist zu langsam. Ein Ticken! Warte mal, ich muss kurz raus, ich muss gucken, ob der den Sound verändert hat von dem Game oder ob er es so gelassen hat bei Windows 11 jetzt. Schauen wir mal kurz. Einmal kurz eine Looking in the Hood. Ah, super, das wird gar nicht angezeigt, das Spiel. Na, das ist ja schon mal toll. Na, da bin ich ja begeistert. Sag mal, ich starte nochmal neu. Ah, jetzt zeigt das mit an, okay. Okay, so volle Pulle. Naja, was willst du mehr? Wunderbar. Muss mal testen. Wir werden lieber nochmal... Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, deswegen werden wir die ganzen Games dann nochmal kontrollieren wegen der Lautstärke, sodass wir eine unglaublich affentittengeile Sound-Dings-Kulisse haben. Und Killer-Virus, 25 Streams in Serie? Natürlich, die gute Tonqualität, bist du zufrieden, Kurse? Yes, Killer-Virus, wir haben das Ding gerockt. Also du, besser gesagt. Killer-Virus, das Ding ist, glaube ich, gerockt. Oder? Hört sich noch gut an. Wir haben alles so, wie es war. Ne? Also ist jetzt nichts nachzustellen oder so, oder? Ist alles zu vollster Zufriedenheit. Ne, wenn irgendwas ist, können wir ein bisschen justieren. Aber ich habe auf dem Equalizer, wollte ich schon sagen, auf dem Mischpult habe ich kleinst Millimeter nach unten verschoben, ein bisschen leiser gemacht, weil der war nicht genau auf dem Strich. Ich wollte ihn ganz genau auf dem Strich haben, sodass man genaue Maß hat, so mit minus 5 und genau auf dem Strich und so. Damit man ungefähr mal so einen Richtwert hat, falls man mal was verstellen will oder so.
Ah, geil, Wackelavirus. Endlich kein Piepen, so ein leises Fiepen immer, ne? Normalerweise, wenn es ganz ruhig ist, gar kein Ton ist, dann hört man immer so ein leichtes Fiepen, immer so ein leichtes Hieperchen, so ein Fiepending immer. Das merkt man natürlich nicht, wenn irgendein Ton ist oder wenn Musik ist oder oder Game-Sound ist, aber trotzdem ist es ja da. Das heißt, unterbewusst, tief im Unterbewusstsein kann das Ohr das bestimmt hören und ganz leicht triggert es bestimmt den Zuschauer auf unbewusste Art, ne? Das ist natürlich jetzt nicht mehr. Aber ich denke, dieses leichte Fiepen oder so, oder was da mal war, das hat bestimmt, auch trotz Übertünchung der Töne, hat es bestimmt irgendwie das Unterbewusstsein wahrgenommen, bestimmt oder so. Und hat so unterbewusst getriggert oder so. Fickte mich. Wahrscheinlich viele Killer. Kann sein, dass dadurch vielleicht viele Leute gegangen sind, ne? Die das nicht mehr. Viele Leute, die zum Beispiel über Kopfhörer hören, die hören sowas vielleicht eher als Leute, die über Boxen oder über Fernseher hören. Ne? Leute über Kopfhörer hören, glaube ich, mehr und die stört es dann, glaube ich. Aber was soll ich machen? Ich konnte nur das machen, was ich habe. Ne? Kann ja nur mit dem arbeiten, was ich habe. So, sind wir noch da, wo wir waren? Ja, war. Wo? Aber ich würde mal interessieren, wie das mit dem Dynamit funktioniert, weil der doch gesagt hatte, wir dürfen irgendwie Dynamit oder so benutzen. Aber ich habe schon alle Tasten rumprobiert. Normalerweise sind diese Sachen alle auf diesem 1 bis 9, aber da ist ja nichts. Außer hier auf der 4. Aber da passiert nichts. Vielleicht muss man ja, warte mal. Nee. Hätte ja sein können, Fackel und 4, aber oder beide? Nee. Gestern Abend auf der 4. Was ist denn das da unten? Steht eine Kiste mitten im Weg rum. Wer lässt denn hier die Kiste mitten im Weg rumstehen? Na, hören Sie jetzt mal hier. Ich höre aber Kopfhörer. Echt jetzt über, und da komme ich gut rüber, ja? Wenn du, das ist ja schon mal was. Also wenn du über Kopfhörer gut hast, dann ist es über alles gut, ne? Über Fernseher, über Boxen, über Kinoleinwand, über draußen, über Landschaftssound-Lautsprecher, im Garten, im Schloss, auf hoher See, im Sturm, ne? Und über Kopfhörer ist gut jetzt, ja? Das ist geil. Wenn über Kopfhörer angenehm ist, dann was will man mehr? Dann hat man es geschafft, glaube ich. Dann wird man Star, glaube ich. Dann wird man großer Twitch-Star, denke ich mal. Jetzt geht's ab. Jetzt strömen die Massen heran. Äh, 31 Volumen. Das ist ja gut. Lieber leiser drehen als Maximum laut drehen und man versteht immer noch nichts, oder? Ne, Killer-Virus. Also lieber man dreht leiser und hört gut, als wenn man bis Maximum drehen muss und hört immer noch nicht richtig. Und ich habe bei mir ja auch alles leiser schon gedreht, ne? Also, wir können noch voll aufdrehen. Du bei 31, ich bei minus 5. Wir können bis plus 10 können wir aufdrehen. Mann, ich habe heute schön Sonne bekommen. Hab mir unterwegs sogar die Schuhe ausgezogen, habe mich barfuß gesonnt auf den einen Sonnenplatz. Fand ich irgendwie erotisch, weiß auch nicht warum. So. Wusstest So. Ja, los jetzt hier. Stehen wir rum und dann werde ich ganz braun. Ich bin ja schon so braun. So, also, wir haben die Römer noch fertig bekommen, richtig? Ja, schön. Dann haben wir den Alltag fertig. Ja, doppelschön. Dann haben wir Alexandria fertig. Super, doppelschön. Und dann haben wir die anderen noch nicht fertig. Oh, war 9000, schade, aber jetzt geht's los. Jetzt können wir wählen zwischen Pyramiden und Ägypten. Ich würde sagen, wir gucken erstmal rein, was uns da so. Mann, wir haben nur noch zwei Rubriken, dann sind wir durch. Das kann man ja gar nicht glauben, dann sind wir fertig. Dann ist fertig die Aufnahme, dann gibt es nichts mehr davon. Außer wir fangen das Game an. So, zeig mal hier, wir gucken mal zuerst, was hier so alles. Hier gibt es Ursprung der Pyramide, die Stufenpyramide, diese, in der Stufenpyramide, das in der sogar. Snifrus, die erste Pyramide, die Knicke-Schnacke-Schnür-Pyramide wahrscheinlich. Dann, was haben wir noch? Die Geheimnisse der großen Pyramide, warte mal. Hiobs großer Komplex. Oh ja, okay, die Pyramiden also zum Schluss. Wie geplant. Der Überblick über die GC-Mikropole. Oh, Junge, da war's geil. Die Pyramiden im Mittleren Reich ist. Gut, da waren wir jetzt nochmal zurück. Die Pyramiden in unterirdischen Kammern. Ui, die großen Pyramiden in obere Kammern. Ui, Jan Peris, Houdins Theorien. Ui, und Grabstätte. Okay, das heißt also erst Ägypten.
Wow, das wird geil. Hoffentlich werden wir nicht vorher schon irgendwie da wie heißt das hier? Gespoilert. Die Hauptregionen Ägyptens. Jawohl! Dann gehen wir los. Warte mal. Bringer des Lebens der Nil, okay? Die Wüsten Ägyptens, die Quadras, Lenke, Siwa, die Ferium. Wunderbar. Wie viel gibt es hier eigentlich? Wie viel haben wir denn hier drin? Stand denn nicht mal irgendwo, wie viele Stationen es insgesamt gibt? Nee, oder? Ah, sind ein paar, wa? Gut, fangen wir am besten von oben an. Richtig, dann fliegen mir die Ohren weg. Don Samanelle, beste Grüße zurück. Ditsch. So, los. Bing Bong. Nein, nicht, fui, nicht spoilern. So, jetzt erinnern. Abflug. Juhui. Mal gucken, wo wir landen. Bin mal gespannt. Yeah! Es ist immer, als ob man in die Matrix eintritt. Das ist so geil. Ich muss jetzt mal. Hier gibt es überall Mauerwerk. Mauerwerk, Mauer. Hallöchen, Holdemeid! Nein, das ist falsche Zeit. Oh, hier ist Wasser, habe ich gar nicht gesehen. Kann ich so warten? Ui, boah, was für ein geiler Anblick schon wieder. Oh, herrlich, herrlich. Ah, das ist ein Boot. Ach, das Plätschern. Ah, hier ist auch ein Boot. Geht los. Hallöchen. Was geht? Wie war dein Tag? Der war richtig geil. War schön draußen, habe auch Sonne bekommen. Aber ich muss hier kurz. Hallo, liebe Leute. Schöne Fahrt. Oh, sieh da. Hallo. Du hast ein schönes Kleid. Vielleicht sehen wir uns später noch. Tschüss. Schöne Kette hast du um. Danke. Sind hier. Ja, schönes Kopftuch hast du um. Ja, schönes. Tschüss. Viel Spaß. Yeah. Da jucken sie davon. Nach Juckelhammer. Da juckeln sie davon. Boah, guck mal, was für eine geile Anlegestelle hier. Boah, das sieht richtig cool aus hier, oder? Sieht so, ja, das sieht so aus, so. Ne? Das sieht so aus. Haben wir jetzt einen Stand? Kann ich was kaufen? Nö. Oh, alte Sau. So, warte mal, ich gucke hier noch mal kurz rüber. Man kann ja nie wissen, ne? Steht denn da Kutschen? Naja, so eine Wagen mit Dings oben drauf. Achso, warte. Boah, was für ein schöner Anblick. Wo sind wir denn? Ah ja. Ach, dann ist dahinter noch mehr Wasser. Ich dachte, da ist Dings oder so. Warte mal, wo sind wir denn? Ah ja. Auf jeden Fall unterhalb von Giza und noch oben ist ja noch weiter oben ist Alexandria, richtig? Natürlich. Oh, ganz weit. Ui, oh, ja, die ganz da oben. Ganz weit weg. Wir sind ja ganz woanders. Wunderbar. Und dann geht es vor allen Dingen geht's noch. Ja. Geht es noch 10.000 Kilometer weiter runter? Wunderbar. Wunderbar. Das, warte mal, das würde bedeuten. Warte mal, hä? Soll das heißen, da hinter den Bergen ist das große Meer oder was? Echt jetzt? Warte mal. Ja. Junge, das sind Riesenberge, die wir sehen hier. Das sind da Riesenberge. Dahinter ist das Meer. Krasser Shit. Ich dachte, das ist mehr Land oder so. Das ist nur eine Sandbank hier, so eine Sanddingsbums hier, so eine kurze Inselgruppe da sozusagen. Krass. Ich dachte, das ist so festes Land da hinten. Krass, krass, krass. Gut, dann mal los. Bam, 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 bam. Dann gehen wir in den Schulungs. So Leute, cremt euch nochmal ein, ne? Und die Sandalen nicht vergessen, nicht, dass euch irgendwas eintritt oder so. Moment, ich muss mich machen. Lamsanger mit Laufen und so. Und los geht's. Die Hauptregionen Ägyptens. Alright. Keiner Modus. Und den muss man genießen. Ist ja eine Genuss, wir sind ja auf Genusstour. Oh, guck mal, sieht hübsch aus, ne? Bisschen Nebel über der Gegend, oder?
Mumbai, die Hauptregion Ägyptens. Hört, das war der ganze Text. Oh, sag bloß, wir fahren jetzt mit dem Boot, alter Schwede. Geil! Jetzt hittet ab, die Luzi. Nimm mal ein paar Steine mit. Falls wir mit einer Demo mitmachen müssen, so eine ägyptische oder so. Geil, wir fahren ja die Strecke mit dem Boot. Wer hat mal gefahren? Nö. Nur selber fahren. Na, hör mal jetzt hier. Schwimmt da einer? Ah, ne, eine Vase. Ich dachte schon, da schwimmt einer. Geil! Wir dürfen offiziell jetzt mit dem Boot fahren. So, Leute, dann macht euch bitte fest, richtig, haltet euch fest, ne? Kann ein wilder Ritt werden hier. Ihr wisst ja, ne? So manche Mal ist unser Boot schon gekentert in einem Game, wo es nicht kentern sollte eigentlich. Aber wir haben es fertiggebracht, selbst Boote zum und Menschen zu töten und Boote zu kentern im Schulprojekt. Also denkt dran, ne? Auch wenn wir hier im Schüler, wenn ihr alle Schüler seid und wir sind im Schulprojekt, man kann hier sterben. Denkt bitte dran. Also passt bitte auf. So, Piepmatz. Und, na? Spring. Hopp, hüpp, hüpp. So, seid alle drauf? Guck mal, wie hier die Strömung ist. Fallt bloß nicht rein. Ihr seht ja, wie hier die Strömung ist. Guck mal hier, wie die abgeht, Junge. Wir fahren also gegen die Strömung. Schwimmen, Cosima. Ja, doch. Außerdem meistens segeln. So. Ist denn da hinten ein Ochse? Steht da ein Ochse da? Da steht ja ein Nilpferd, oder was? Das ist doch ein Nilpferd da hinten. Oder? Was ist mit dir los schon wieder, Piepmatz? Das kann dir so leid. Guck mal hier. Oh, dann muss man die Maus mal so ein bisschen drücken, dann kann man es ein bisschen von näher. So, los, Piepmatz. Obwohl, ne, Piepmatz. Das gucken wir uns an. Vielleicht, das ist ein Nilpferd, oder? Tatsächlich. Geil. Haben wir noch nicht gesehen. Ich habe Jumanji heute zum Frühstück gesehen mit Dwayne Johnson hier. Da wurde der Dings vom Nilpferd gefressen. Ah, jetzt kann man auch drüber über die Insel gucken hier. Ne, warte mal. Doch. Ach nee, die ist ja da hinten. Ah, bist du doof. Boah, krass. Krass hier mit dem Wasser, oder? Sieht auch wieder so geil aus, ey. Das ist einfach so geil immer. Guck mal, wie schön das hier ist, ey. Diese kleine Oase hier, die kleine Wasserinsel hier. Oh, so schön. Guck mal, da ist ein Stück Mauer da mitten auf der kleinen Insel da. Warum? Was war da früher? Herrlich, oder? Oh, da hinten, guck mal. Da sind sie. Bald kommen wir. Landeanflug. Wusch. Okay, haltet euch gut fest, geht los. Schulzi hat 3 Streams in Serie. Okay, festhalten, Leute. Ich leg ab. Ganz vorsichtig, Vorsicht und los. Komm, lass uns kurz die Nilpferde besuchen. Da kennen wir nichts. Der junge Mann und das Meer. Bei seinem Vater, den gibt's nicht mehr. Halt, Lamsang. Guck mal. Na du? Mach uns nicht unser Boot kaputt. Wir haben welche dabei, die können glaube ich nicht schwimmen. So, sehen wir mal. Komm, wir schwimmen noch. Wir gehen noch ein Stück ran. Ich will das Nilpferd sehen. Sei schön brav, du. No. Ach, die Entschuldigung, liebe Vögel. Wow, Junge. Guck mal hier. Ja, ich fahre doch gleich wieder. Wir müssen kurz hier mal gucken mit den Leuten. Das sei doch nicht so. Komm, wir wollen das Nilpferd gucken. Ob das einen frisst? Komm, wir gehen mal kurz. Ja, nur wieder. Man muss auch noch mit dem Körper reinspringen. Ne? Erschreck mal doch nicht so, du Vogel. Nee. Ja, du, nicht mich fressen, sag ich dir.
Oh, ist das ein Brummi? Wer ruft denn da? Was willst du denn? Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Pass mal lieber auf das Nilpferd auf, dass es dich nicht frisst. Junge, bist du doof? Ich hab doch gesagt, pass auf das Nilpferd auf. Also echt mal jetzt. Mein Gott. Wir nähern uns von vorne. Ein Nilpferd nährt man sich immer von vorne. Das, ne? Ja, hier. Oh, selber. Hoffentlich frisst du uns nicht. Wie, du frisst mich. Kann ich dich streicheln? Na du? Was? Guck mal, deine Freundin, deine Freundin hält den Typen da hinten auf. Der ist einfach zu dämlich, um euch herumzufahren. Guck dir den an. So ein Depp, sag ich dir, oder? Da muss man eine Nilpferdruhe haben, sag ich dir. Dann isst du mal schön gemütlich, ne? Willst du mitfahren, Stück? Ich nehme dich mit, Nilpferd. Herrlich mit dem Wasser. Das sieht so geil aus. Wir sind ja auf Genusstour, ne? Wir wollen ja ein bisschen Ägypten genießen und so. Logisch, ne? Wir wollen ein bisschen was sehen. Wir wollen ja nicht nur stur alles runterreiten und haben dann gar nichts von dem Game mitbekommen, ja? Guck mal, die haben selbst wenn ich hier kommt, normalerweise würden die meisten wahrscheinlich gar nicht lang gehen und sich das angucken, ne? Ergo braucht man ja vielleicht gar nicht so sich so viel Mühe geben, aber die haben sich trotzdem Mühe gegeben, ne? Falls solche Leute wie wir vorbeikommen, die sich alles angucken. Ah, wir gucken schon genauer dahin, wo die Fehler sind. Herrlich. Boah, guck mal, von hier, von der anderen Seite gesehen. Hier so ganz leicht. Oh, das Wasser ist aber ein bisschen. Man hat aber entspannt. So, Leute, alle rauf wieder. So, seid alle drauf. Festhalten. Geht los. Ansagen. Ja, doch, Vogel. Also, da drum rumgekommen, ja, der Eierkopf. So, wir gehen die. Huch. Huch. Ach, Scheiße. Oh, jetzt haben wir eine blaue. Blaue Piole. Oh, aber starker Wind, wie beim Fahrradfahren heute. Ich merke das schon. Oh, wir driften. Oh, warte. Oh, warte, ich drehe in den Wind. Jetzt. Oh, das war knapp, Leute. Okay, haltet euch fest. Ist ein bisschen windig. Okay, das ist unser erster Punkt. Achtung, Bremse, Bremse. Das Leben im alten Ägypten konzentrierte sich an den Ufern des Nils und wurde in zwei Regionen aufgeteilt. Geil. Unterägypten lag am Nildelta nahe dem Mittelmeer. Oberägypten lag im Süden und reichte bis nach Afrika. Aufgrund der Nähe zum Mittelmeer waren die Temperaturen in Unterägypten weniger extrem als in Oberägypten. Okay. Oh, Krokodile, glaube ich. Unterägypten und Oberägypten, alles klar. Dann ist das da Oberägypten, oder? Und Unterägypten, oder? La, la, la. Wusch. Weiter geht's. Nächster Stop, Winkelgasse. War mal irgendwo ein Krokodil? Da, oder? Da. Weiter. Das Ding genießen wir, Leute. Gibt es hier eigentlich, warte mal, gibt es hier Zoom oder so, dass man irgendwo hinzoomen kann oder so? Nee, so. Nee. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Bleib in der Spur. Ah, jetzt. Bis zur Wiedervereinigung Ägyptens 3100 vor unserer Zeit hatte jede Region einen eigenen Pharao mit eigener Krone. Wow, echt? Die unterägyptische Krone war rot und mit Papyrus- und Bienensymbolen gekennzeichnet. Oberägyptens Krone war weiß mit Symbolen von Lotus und Riedgras. Echt? Ach, gab mehrere? Ich dachte, es gibt immer nur einen Pharao. Ich dachte, es gab immer nur einen, es gab mehrere. Zeitgleich, das wusste ich gar nicht.
Guck mal, die Palme rechts ist schön. Das wusste ich gar nicht. Okay, das heißt, der Typ hier ist dann Oberpharao. Das ist der Obermotz, weil der hat weiß, der andere hatte rot. Ne? Die unteren Unterpharaonen hatten rote und die oberen weiß mit irgendwas und so. Muss der ja weiß hier sein oder was? Oder ist ein Oberpriester? Die oberen haben auf jeden Fall weiß und die unteren wahrscheinlich irgendwie getönt oder so, die getönten. Ja, die Bilder sind immer schön. Warte, wir können ja auch mal lesen. Relief Mentu Hetepes. Der zweite, die zweite. Weiße Krone tragend und der Göttin Hedor. 11. Dynastie. Jawohl. Busch. Salve! Sehen wir uns später noch? Was? Keine Zeit. Na dann halt. Hast du gerade du Arsch gesagt? Dann zieh doch Leine, du Vogel. Versuch erst mal um das. Kann ich dafür, wenn du um das Nilpferd nicht rumkommst? So, der gleiche wieder. Wenn ich kämpfe mit meinen Leuten hier mal ohne dich. Ja, Kopf. So, festhalten, Leute, geht los. Was war das? Ach, Piolé wieder. Das ist ein Armwasser. Ah, ein Baumstamm. Ja. Achtung, festhalten. Warte mal, wir machen hier, schwenken wir mal. Grüßt mal alle mit. Hallo, alles klar? Was, beißen die Fische gut? Gut. Oh, jetzt geht's. Guck mal, jetzt geht's lang. Ah, da hinten waren wir doch schon mal. Da war das mit dem, ne? Mit, wo wir unser Hotelzimmer nehmen wollten und so, oder? Natürlich. Wo es hochgeht und so, wo die ganzen Löwenköpfe stehen. Wo die Hunde, wo wir das erste Mal den Hund gesehen haben. Hundertprozentig. Beide Regionen hatten konkurrierende Großstädte. Vor allem Memphis in Unterägypten und Theben in Oberägypten. In beiden Regionen gab es verschiedene religiöse Kulte, die jeweils ihre eigenen Hauptgötter verehrten. Hm. Wir haben irgendwas gerammt gerade. Wir gehen jetzt unter, sag ich mal. Ja, das Bild kennen wir, glaube ich. Tempel des Part, Memphis. Das ist also Unterägypten. Memphis ist Unterägypten und Theben ist Oberägypten. Haben wir was gelernt, Leute. Bitte schreiben Sie das in Ihren Schulbuch, liebe Schüler. Ja, Memphis ist Unterägypten, Theben ist Oberägypten. Sehr schön. Weiter geht's. Wusch. Festhalten, Leute. Oh, wir driften, oder? Driften wir nach hinten? Nee, aber windig, ne? Schönes Segel. Dann los. Festhalten. Schön an den Startturm vorbei. Ja, da müssen wir. Oh, Vorsicht. Mann, hier schwimmt über so eine Piolen. Die haben im Game vielleicht was zu bedeuten. Ne? Achtung. Viele der Tempel wurden so gestaltet, dass sie die beiden Regionen repräsentierten. Zeremonien griffen oft Ober- und Unterägypten in ihren Ritualen auf. Okay. Verstehen wir? Boah, das sieht edel aus. Guck mal. Was ist denn das? Duftbrenner. Mit vereinheitlichen ägyptischen Knoten. Komposit mit Ständer. Amanerzeit. Ägyptisches Museum Kairo. Kiegern. Okay, ein Duftbrenner. Also praktisch so wie heute Duftkerzen, ja? Na, das ist die Urmutter der Duftkerzen. Da ist sie, die echte. Die wahre und die einzige. Die einzig wahre echte. Unbezahlbar wahrscheinlich. Wer hat's davon? Die Ägypter. Oh. Oh, mitten auf dem Wasser sind wir fertig. Auch nicht schlecht. Geil. Mitten auf dem Wasser. Festhalten, Leute. Geht weiter. Oh, warte mal, was ist denn dafür? Ist da ein Riesenkopf oder was? Ah, nee, das sah von Weitem aus wie ein Kopf oder so. Haben wir hier ist auch noch. Da hinten waren wir ja, das kennen wir. Aber hier waren wir nicht. Fahren wir mal hier rein. Was sagst du? Ah, hier geht's noch. Jawohl. Achtung, hier können Krokodile.
Da fahren wir durch. Ah, wir sind Insider. Wir kennen unsere Kanäle. Natürlich. Wir kennen unsere Kanäle. Guck mal hier, Schimmernschild. Das ist fast so wie Apokalypse Now, Alter Schwede. Shanghai. Geil. Junge, guck mal hier. Aber wie kommen denn die rüber? Die müssen auch irgendwie rüber, müssen wir Brücken hier geben oder nicht? Kein Problem. Upsch. Einmal zurück, machen wir. Vorsicht! Ach, das ist Ingame. Hat sie an. Warte, ich komm ein bisschen. Maya singt da. Maya. Maya. Das ist das Vorprogramm von die Biene Maya. So fing das Lied mal im Original an. Bis Karel Gott wahrscheinlich hier Urlaub gemacht hat und dann hat er auch daraus einen richtigen anderen Song gemacht. Also abgekupfert die Biene Maya. Gigant aus Ägypten. Alle Wege führen nach Ägypten. Selbst die Maya war da gewesen. Oh, komm, wir gucken uns hier mal kurz an. Haltet euch mal, komm Leute, steigt mal kurz aus. Wir sind ja an der Treppe. Werdet ihr da nicht so nass. Hm, schön. Das gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Hallöchen, wollen wir ein bisschen tanzen? Oh, Tagchen, schöner Tag heute, ne? Schöne Musik. Hier, schmeiß da mal was rein in den Klingelbeutel. Oh, dein Kollege ist weggegangen. Oder warst du alleine? Soll ich mitmachen? Gibt es hier einen Platz? Ja, dann mach ich doch mit, Digga. Warte kurz, ich mach mit. Mal gucken, was ich drauf habe. Dann mal los. Vielleicht hab ich auch ein Instrument? Boah, der Vorreiter der Rap-Szene, Alter. Das ist der echte. Hier. Was nun? Was ist denn jetzt los? Was ist denn mit dir jetzt los? Fertig und jetzt? Gut, dann trommel ich halt. So, dann ich jetzt. Wo ist mein Trommelplatz? Na, mach doch mal jetzt. So, jetzt trommel. Ja, jetzt. Oh, jetzt komme ich. Pass auf. Komm mal los. Na los. Komm, du kannst es. Blamier mich jetzt nicht. Komm schon. Na was? Hau rein. Esse, Amani, Esse, Amani. Nimm mal se, Oh, Baby. Ja, nu. Was hat er denn da? Er ist mitten auf der Straße. Ich kann gar nicht Trommel spielen, ist ja blöd. Ich kann nur töten alle. Ich kann alle nur töten. So, gut. Dann machen wir das nächste Ding. Oder wollen wir noch ein Stückchen fahren? Warte mal, was sind da hinten für... Komm, wir fahren noch ein Stückchen. Ah, yeah. Los, Leute, alle rauf wieder. Geht los, wir fahren noch ein kleines Stück. Spielt der erst noch heute ab? Seid alle drauf? So, los, festhalten. Ah, ja, Masama. Ach, guck an, die gehen alle. Ja, nu. Was ist, wenn ich mich jetzt dazwischen stelle? Was macht man dann? Komm, ruf. Na, komm, ruf. Na, komm. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ah, ja, Masama. Ja, ist doch gut, dann macht doch Platz. So, los.
Das Treiben, das Treiben. Junge, greifen mich die Vögel an? Was ist mit euch los? Na los. Der Vogel. Haltet euch fest, Leute. Ja doch. Da, guck mal, die nächste Gasse. Also. Dum, 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 dum. Warte mal, können wir auch durch das Schilf so durchfahren? So? Das war so ein bisschen so. Ah, die Idee war. Scheiße, die Idee war es. Also die. Ja, weiter, Leute. gute, guck mal hier. Gute Wände, ey, Junge. Voll geslidet. Geslidet habe ich. Das ist wieder ein Durchgang. Guck mal, das Gebäude da. Oh, guck mal, die bauen da gerade den Typen. Da, seht ihr das? Die bauen da gerade den Typen. Na, pass da auf da vorne, Mensch. Du siehst doch, dass ich hier mit dem Boot rankomme. Zack. Steck mal ab, Leute. Wir gehen mal kurz an Land hier. Guck mal. Boah, geil. Ich weiß bloß nicht, dass wir uns hier spoilern. Guck dir das an. Wir gucken besser mal erstmal nicht. Kann ja sein, dass wir da eine Aufgabe bekommen und dann spoilern wir uns wieder. Na, willst du ein Stück mitfahren mit dem Boot? Hallo, junge Lady. Willst du mitfahren ein bisschen? Mensch, so ein Rock mit Halbschlitz, so ist richtig geil. So. Ich mag ja sowas auch. Gut. Hand. Gut, und dann nächste. Bringer des Lebens. Alright, dann gehen wir zum Bringer des Lebens, Leute. Dich. Schauen wir mal. Dum, 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 da, 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 da. Bam. Yes. Okay, oh, wir dürfen wieder Boot fahren, so wie es aussieht. Das ist ja geil. Aber nicht kaputt machen. Erstmal einen Rundumblick machen. Zeig mal her. Ah, diesmal sind wir. Wo sind wir denn jetzt? Ah, oberhalb. Vorher waren wir da unten, jetzt sind wir da oben weiter. In die B. Hedet. Nomme. Ich muss gleich essen. Lass dir schon mal schmecken, ne? Lass dir schmecken, Killer-Virus. Bam, 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 bam. Und es schling nicht so, es Lamsang. Das nimmt dir keiner was weg. Es Lamsang, ne? Oh, jetzt geht's los. Bringer des Lebens. Da ist er, der echte. Der Bringer des Lebens ist der Nil, richtig? Ich sehe aus wie Dwayne Johnson. Bam! Willkommen bei Bringer des Lebens, der Nil. Da, Vogel, was sagst du dazu? Geil, wa? So Leute, rauf wieder auf dem Boot. Geht weiter, die Schiffsreise. Sehr geil. Guck mal, Mensch, hier können wir Muscheln sammeln. Haben die schön gemacht. Schön gemacht mit dem Wasser und die Steine und so. Kann man, muss man echt mal loben. Dann los, Leute. Alle rauf. Hopp. Da müssen wir. So, alle rauf. Festhalten, geht los. Ach, guck mal, wie schön das da ist. Oh, guck mal. Da hinten die Pyramide und davor dieser Stein. Guck mal, wie schön grün hier gewachsen ist. Sieht richtig frisch aus alles. Alles frisch. Es blüht gerade. Abfahrt. Festhalten. Und los. Sind da hinten wieder Nashörner? Nee. Doch, nee. Ich meine, na. So, los. Na? Ah. Die alten Ägypter nannten die fruchtbare Erde des Nildeltas das Schwarze Land. Die umgebende Wüste hingegen das Rote Land. Ach ja? Der krasse Gegensatz zwischen produktiven Agrarflächen und karger Wüste hatte großen Einfluss auf die kulturelle Weltanschauung, Mythologie und Religion. Geil. Das sieht so geil aus. Kann man echt genießen ohne Ende, Junge.
Bei Mayan. Ja, inzwischen dürfte der auch immer weniger werden, der Fluss. Durch die Klimaverschiebung. Der Bringer des Lebens. Der wird irgendwann austrocknen in der Zukunft. Und das werden wir vielleicht sogar noch erleben. Weiter geht's. Festhalten. Ja, mal los. Richtig, jalla. Schaffen wir. Achtung. Ich lasse auskullern, ausbremsen. Und? Na? Oh, gerade noch so. Der Nil spielte eine entscheidende Rolle für die ägyptische Zivilisation. Seine saisonalen Zyklen waren so beständig, dass man sogar seinen Kalender danach ausrichtete. Die Überschwemmungszeit Achet sorgte nach Rückgang des Wassers für fruchtbare Äcker. Äcker. Sie wurde gefolgt von den Anbau- und Ernteperioden, die man Pirit und Schemu nannte. Die dank dieser Zyklen üppigen Wildvorkommen und fruchtbaren Böden ermöglichten es den Menschen Ägyptens, sich selbst zu versorgen und mit den Überschüssen lukrativen Handel zu treiben. Das sieht eine Pyramide. Herrlich, ey. Das ist echt cool, Mann. Üppig, üppig. Oh, da kann man wieder scrollen ein bisschen. Aber da gibt es nichts zum Scrollen. Leinart, Dietsch. Geh mal five. Digga. Die Technik ist cool, wie sie das so immer hochgehievt haben. Ne? Das Wasser und alles Mögliche mit dieser, Hebelwirkung. Richtig geile Technik. Dass sie das damals auch schon so drauf hatten. Voll geil. Wusch. Weiter geht's. Festhalten, Leute. Wie geht's weiter? Achtung, ich fahre ein bisschen strammer. Ein bisschen auf Speed kommen hier. Festhalten, ist windig. Das Wasser ist ein bisschen, guck mal, die Wellen sind ein bisschen gelblich. Geil. Achtung, wir stoppen, wir lassen auskullern. Der Nil floss von Süden nach Norden und durchquerte dabei sowohl Ober- als auch Unterägypten. Alle größeren Städte Ägyptens wurden an den Ufern dieser Lebensader erbaut. Vor Feinden geschützt durch die umgebenden Gebirgszüge und Wüsten und genährt von den am Nil gedeihenden Pflanzen und Tieren, erlebte die ägyptische Zivilisation eine über 4000 Jahre lange Ära wirtschaftlicher und kultureller Blüte. Geil, oder? Die waren praktisch gesegnet und geschützt, weil sie den perfekten Platz hatten auf dem Planeten hier damals. Mit Wasser, alles war möglich. Ey. Geil. Alles war möglich. Ey. Die hatten damals den besten Platz. Memphis. Ah, Memphis ist Unterägypten. Ja, das haben wir gelernt. Memphis ist Unterägypten. Theben ist Oberägypten. Geil. Wusch, weiter geht's. So, festhalten, Leute. Geht weiter. Ich drehe das Segel in den Wind. Oh, was ist denn hier? Schwimmt denn hier? Hier schwimmt ja Treibgut. Weiter geht's. Mal gucken. Wir bleiben auf on the water. Ein schöner Speed hier. Achtung. Und Bremse. Sowohl Ägypter als auch Griechen bezeichneten den Nil in ihrer Sprache schlicht als den Fluss. Der Bringer. Mit einer Länge von über 6700 Kilometern zählt der Nil zu den längsten Flüssen der Welt. Er fließt von Süden nach Norden und durchquert dabei 11 Länder. Wow, echt jetzt? Der Nil entspringt in Äquatornähe, in der Region der afrikanischen großen Seen, zu denen auch der Viktoriasee an der Grenze zu Tansania zählt. Krass, durch 11 Länder fließt der Junge. Der Bringer des Lebens. Boah, habt ihr die Ströte, den Wind auf dem Wasser gerade gesehen? Junge, da, guck. Und Strömung, krasse Strömung hier. Boah, der Mond sieht heute wieder sehr gut aus. Gut, das haben wir schon gesehen.
Ich lasse das mal kurz wegen dem Text, dass wir das auf Video haben. Wusch. Hoppala. Weiter geht's, festhalten, Leute. Herrlich. Sehr schön. Vor allem mit den Pyramiden da hinten. Ganz schön windig. Fallt mir nicht vom Boot runter, Leute. Da kommen wir hin. Geil, dass wir Boot fahren. Oh, warte. Da ist er. Rechts vor links. Links vor rechts. Fahr durch. Schönen Tag noch, Junge. Alles klar bei dir? Wo willst du hin? Du willst jetzt nicht in meine Spur. Gut. Schönen Tag noch. Viel Spaß beim Fischen. Pyramiden, da sind sie. Die echten. Au, oh, die Strecke ist aber lang. Geil. Kann man richtig, richtig Gas geben hier. Guck mal her. Wie schön, aber die Pyramiden so ein bisschen beobachten. Warte, wir müssen ein bisschen in die Spur. Haltet euch fest. Ich muss mal einen kleinen Spurwechsel machen. Ach so, jetzt sind wir wieder in der Spur. Okay, da kommen wir jetzt. Da kommt was. Haltet euch fest. So, ja, und ausbremsen. Zack. Er fließt durch afrikanische Regenwälder, Sümpfe, Vulkanebenen, Steppen und Wüsten, teilt sich, nimmt auf seinem Weg zahllose Sedimente aus all diesen Regionen auf und trägt sie schließlich bis nach Ägypten. Geil. Sein Hauptarm, den man den Weißen Nil nennt, vereinigt sich bei Khartoum mit dem Blauen Nil. Dort nimmt er auch große Mengen an Schlamm und Mineralstoffen auf und trägt sie mit sich fort. Oh, da, guck mal. Oh, ich freue mich schon, wenn wir da sind. Oh. Gut, dass sie so viel Wasser da haben. Ne? Ansonsten wären sie echt am Hintern. Also, dann könntest du da nicht leben. Ohne Wasser wäre da alles vorbei. Ach, herrlich. Dann ist es blau, oder? Ist das das Blau? Oh, wird dunkel, Digga. Es wird dunkel gerade. Ey, wir sind noch nicht so weit. Oh, guck mal hier, schönes Bild. Da müssen wir jetzt mal, warten wir mal kurz. Daniel, 2015, Art by Martin. Der Schambault. Copyright Ubisoft. Ein schönes Bild, muss man mal sagen. Schön eingefangen. Ditsch. Wusch, weiter geht's. Das wird eine Nachtfahrt. Haltet euch fest, geht weiter. Kann ich eine Fackel anmachen? Nee, okay. Bum, bum, bum. Um Gottes Willen, Mann. Ditsch, geh mal pfeif. Halt dich fest, um Gottes Willen. Wir sind auf dem Boot. Da, 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 da. Und jetzt alle, wenn wir schon auf dem Boot sind. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da können wir die Erna mit den Brüsten backen sehen. Hollai, hollau. Ach ne, darf man sich schon wieder hier singen? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man die Kleopatra mit dem Röckchen sehen. Hollai, hollau, hollai, ja, 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 hollau. Werden wir vom Boot verfolgt? Oder kommt so ein Zerstörer auf uns zu? Der darf uns nicht erwischen, der zerstört Boote, das haben wir schon gelernt. Der kreuzt genau unseren Weg, der Vogel. Los, Beeilung. Chaka, chaka, hu, hu, chaka, chaka, hu, hu. Da ist der nächste Step. Step by step. Noch ein Stück hin, bevor. Wie, die Yacht holt uns da ein, die Yacht erreichen. Achtung und bremsen. Bam. Auf seinem Weg von Süden nach Norden überwindet der Nil 6 Katarakte. Sie bilden natürliche Barrieren zwischen den einzelnen Abschnitten des Flusses. Die Katarakte sind bis zu 100 Kilometer lange Zonen. Wow. In diesen fließt das aufgewühlte Wasser mit enormer Geschwindigkeit über riesige Felsbrocken und steile Steinstufen. Katarakte, wenn du da stehen bleibst, fährt er dich da auch um. Auf jeden Fall. Wir haben ja gelernt, dass die kennen keiner Bahn. Katarakte.
Da sind sie. Die 100 Kilometer, Junge, was das alles für Distanzen sind. 100 Kilometer lange Katarakte, verstehst du? Junge, das ist hier ein Katarakte. Verstehst du? 100 Kilometer langes Katarakte. Ganz schön schlammig. Also wenn du hier rum, wenn du hier ausrutscht und liegen bleibst, dann finde ich keine Sau mehr. Dann bist du am Arsch. Dann bist du mitten im Katarakte, bist du am Katarakte. Eieiei, jetzt aber schnell, wo ist er? Kommt er? Wo ist er denn? Weiter. Achtung, festhalten, Leute! Jetzt hier los. Fahrt mir nicht in die Wege hier. Mal grüßen, grüßt mal, Leute. Na, Band, alles klar? Beißen die Fische gut? Sehen wir uns später irgendwo? Was? Du musst arbeiten. Gut, dann viel Spaß noch. Und trink nicht so viel Bier. So. Hier waren wir schon mal, das kenne ich. Da ist dieser Flöten, dieser Zucht, dieser Spielzucht, wo auf die Sänfte, wo da einer getragen wird und Flöte spielen und so. Mensch, wir kennen uns aus, Leute. Wir sind vom Fach. Oder ist doch hier, das war doch das, oder? Natürlich, bestimmt. Oh, da kreuzt uns da. Wie fahrt mir jetzt so drin, sag ich dir. Wir sind hier auf Schulungslehrgang. Dann habt ihr eine Menge Schüler auf dem Gewissen. Zwar etwas ältere Schüler, aber gibt es eigentlich mehr solcher Spiele mit so viel Geschichte darüber? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Wieso? Hast du jetzt Blut geleckt, um Gottes Willen? Willst du mehr davon? Willst du mehr von Hypnos Volt, was sowas sagt? Fährt der oder fährt der nicht? Nee, der steht, oder? Gott sei Dank. Und in dem Moment fährt er los und macht unser Boot kaputt. Achtung, festhalten. Gleich bremse ich. Achtung, Bremse. Nach der Durchquerung Nubiens und dem ersten Katarakt fließt der Nil schließlich bei Assuan auf ägyptisches Gebiet. Noch sind es 1000 Kilometer, bis er Kairo und das Delta erreicht, dort mit seinen nährstoffgesättigten Fluten die Böden fruchtbar macht und sich schließlich ins Mittelmeer ergießt. Wow, echt krass! Nein, oh, ich dachte... Boah, ist das krass? Ich dachte schon. Boah, ist krass, oder? Junge, 1000 Kilometer, wie groß ist denn das alles, Junge? Boah, das ist gigantisch groß, vor allem über 6000 Kilometer, der Nil. Junge, das ist richtig heftig. Guck, scheiße, ich wollte das Bild, naja, wir wollten, naja, doch. Achso, Quatsch nicht, wunderbar. So, genau. Katarakte, da sind sie. Warte mal, steht da Ansicht des ersten Kataraktes. Pile, 1887. Jawohl. Ah, der hat das Foto geschossen, 1887. Wow, oder was? Yes. Und weiter geht's. Boah, wir sind noch auf der Tour. Wir festhalten, Leute, geht weiter. Auf der Tour. Guck mal, die Pyramide da hinten. Pyramide. So, ich gebe ein bisschen Gas. Haltet euch fest. Schön festhalten. Und maximale Geschwindigkeit. 3 Knoten. Können auch 6 Knoten sein. Auf jeden Fall eine Menge Knoten haben wir. Komm wieder, grüß mal den da. Na, Ben, Feierabend, was? Hallo? Wo sind wir? Ah, da. Ja, wir müssen weiter, wir können jetzt nicht quatschen. Wow! Lange Strecke hier. Aber gut, kriegen wir hin. Da sind wir dabei. Ah. Da hinten ist der Turm, oder ist das der Turm? Nee. Ich dachte schon, das ist der Turm von Alexander. Da ist irgendeine Spitze da hinten, oder? Links. Das ist doch irgendwas. Oh, guck mal, es geht immer noch weiter ran. Hey. Achtung! Wasch! Das gesamte System der Bewässerung hing im alten Ägypten vor allem vom Nil ab. Dennoch hatte man auch Zugang zu anderen Strömen, wie auch zu mehreren großen Seen. Das Delta am nördlichen Ende des Nils, das man auch Unterägypten nannte, ist ein großes Feuchtgebiet, in dem sich der Fluss in etliche kleinere Seitenarme aufteilt. Alter. Oh, geil.
Guck mal, was für ein Anblick. So. Episch. Herrlich. Richtig gemütlich, ne? Obwohl die Zeit ziemlich hart war, ist es trotzdem gemütlich. Guck mal, da kommt ein Boot angekommen. Genau, machen wir ein bisschen. Ja, so. Die Augenblicke muss man genießen ein bisschen. Guck mal, wie hinten alles leuchtet. Da ist Zivilisation da hinten. Vor allem so nachts mit den Lichtern und den Pyramiden, so voll geil. Oh, wir müssen noch echt tierisch weit. Gut, hier gibt es nicht viel zu sehen. Wasserquellen. Gitsch. Ja, echt, hätte ich, der ist ganz schön groß, der Nil. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so groß ist. Weiter festhalten, Leute. Geht weiter. Der kommt auf unsere Spur hier. Grüß mal. Abend. Alles klar? Schöner Wind heute, ne? Schön frisch. Weiter geht's. Geil, dass auch über Wasser so eine Mission haben. Voll geil. Richtig geil. Was sagst du? Ich habe keine Zeit. Also wir haben keine Zeit. Achtung, jetzt kommen wir in eine besiedelte Gegend, glaube ich. Voll geil. Sehr gut. Na, sind da Nilpferde? Nilpferd, weil die am Nil sind. Kommt da jetzt der Spruch? So, Achtung, letzte Instanz hier, glaube ich. Achtung, ich bremse und jetzt bremsen. Im Delta lagen in Küstennähe Brackwasserseen, die vom Meer nur durch einen schmalen Streifen Land getrennt waren. Mit ihrer Mischung aus flachen und tiefen Gewässern, Salzsümpfen und sandigen Ebenen boten diese Seen zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Im dichten Schilf lauerte auch so mancher Bandit am Wegesrand auf unvorsichtige Reisende und Händler. Banditen? Na wehe, sag ich dir. Wir haben alle Waffen, wir sind Assassine. Wenn ihr, ne, legt euch nicht mit uns an, wir sind alles Assassine hier an Bord. Assassine und Schüler-Assassine. Oh, guck mal hier. Warte, jetzt lesen, den Text ein bisschen lassen, dass man später den Text hat. Wow, was ist denn da los? Groß und kleine. Mensch. Es und Titaner, wie es heißt. Die großen, aber angezogene, keine großen, nackigen Menschen. Das ist schon mal gut. Ditsch, ditsch. Fertig! Sehr gut. So, jetzt sind wir aber tief in der Walachei hier, oder? Achtung, ich drehe das Boot ein bisschen. Haltet euch fest. Hier sind wir aber tief in der Walachei. Ach, schwer. So, jetzt. Jetzt haben wir uns in eine Sümpfe verfahren. Eieieiei. Da ist Zivilisation. Da kommen wir hin. Ah, hier ist, was ist hier? Leer? Ist leer. Null Problemo. Glänzen da so. Guck mal nicht. Was war das? So eine Vase wieder? Okay, warum leuchtet denn das hier so? Geht hier die Sonne wieder auf oder was? Eieieiei. Ach du Sch. Eieiei. Na toll. Jetzt haben wir es kaputt gemacht.
Scheiße, wie viele Boote ich schon verschlissen habe, Junge. Das wievielte Boot ist das jetzt? Scheiße, wir sind auf Land gelaufen, Leute. Land in Sicht. Oh, Captain. Wir sind gestrandet. Mist. Was? Ja, komm mal rüber. Wir sind gestrandet hier. Oh, ja, Krokodile sind hier auch noch. Und Krokodile sind hier. Wo bist du? Versteckst du dich im Schiff, du Krokodil? Ach, da. Oder? Da. Wehe, du beißt mich, dann beiß ich zurück. Ich bin Assassine. Wir alle. Also Vorsicht. Wehe, sag ich dir. Ich hab heute noch nicht gegessen. Dann fress ich dich. So, nächste Aufgabe. Jetzt kommen die Wüsten. Jawohl! Drei Stations. Wie spät haben wir es denn? Schaffen wir? Wie viel schaffen wir denn noch? Oh, wir können noch vielleicht ein, zwei schaffen. Na los. Und der kurze. Immer wenn ich mich gemütlich nach draußen gesetzt habe, ist mein Handy-Akku leer. Das ist natürlich doof. Jetzt sind wir in der Wüste. Oh, guck mal, der Stein dahinter, der kommt mir so bekannt vor. Ja. Oh, das ist aber wirklich Wüste, oder was? Junge. Sind wir Unternehmen Capricorn? Wir sind ja mitten abgesetzt von am Arsch der Welt. Das sieht ein bisschen aus wie auf dem Mars. Ja. Na, hoffentlich haben die uns jetzt nicht so weit abgesetzt. Nicht, dass wir uns auf dem Mars abgesetzt haben. Was ist das für ein oranger Sand da hinten? Boah, habt ihr das gehört? Geier, die gelacht haben. Guck mal, wie der Sand da hinten. So, ne? Sie streamen so, guck mal. Seht ihr das? Und da oben diese orange Dings, der so runtergeht, wie so Lava oder sowas, ne? Und irgendwo treffen wir vielleicht sogar den Carpendale. Und der singt dann, deine Spuren im Sand, die dich hier nicht fand, hat mich tierisch verlaufen, drum geh ich einen saufen. Doch hier gibt's kein Alk, ja, was mach ich denn? Nee, das ist blöd. Wo jetzt? Weiter geht's. So. Oh, da, guck mal. Die Musik immer. Voll geil. Mit einem Reittier legst du weite Distanzen in kurzer Zeit zurück. Ah. Das war wahrscheinlich ein Aufruf, dass wir jetzt reiten sollen, oder was? Willkommen bei Die Wüsten Ägyptens. Oh, da war gerade ein... Oh nee, warte mal. Lass uns mal kurz einen Rundumblick machen. Boah, hier sind wir aber wirklich am Arsch der Welt, Junge. Am Arsch von Ägypten. Boah, guck mal, was hier für komische Steine rumstehen. Ist ja geil. Da werden wir bestimmt was vielleicht drüber erfahren. Bin mal gespannt. Ah, guck dir den Berg an. Der Berg ruft! Hier ist der richtige Ort für die Bayern-Leute, ne? Da kann man kraxeln ganz viel. Gibt immer noch nichts Neues von Kind. Achso, sehr gut. Also ich meine, dass du mir Bescheid gibst. Dann los, Leute, auf die Pferde bitte. Ruft bitte eure Pferde jetzt. So, alle auf die Pferde bitte. Dann los, Pferd. Oh, London. Da kommt der erste Step. Jenseits der fruchtbaren Uferregion des Nils erstrecken sich extrem trockene und gebirgige Wüstenlandschaften. Oh. Sie bedecken insgesamt 94% der Fläche Ägyptens. Oh. Jede dieser Wüsten hat ihr eigenes Mikroklima und in jeder findet man wiederum weitere kleine Wüsten mit unverwechselbarer Flora und Fauna.
Echt jetzt? In den unendlichen Weiten der Sahara stießen Forscher auf Walskelette. Das Tal der Wale liefert den eindeutigen Beweis dafür, dass die ganze Region einst unter Wasser stand. Wow! Vor allen Dingen 94% von Ägypten sehen so aus. Digga! Vor allen Dingen war das früher alles mal Wasser. Krasser Scheiß. Da kann man mal sehen, wo das alles hinführt. Guck mal hier. Wadi al-Hitan, das Tal der Wale. Sind wir da jetzt sogar vielleicht? Dann sind wir da vielleicht. Vielleicht deswegen diese komischen Steine da, vielleicht sind es ja vielleicht oder so, ne? Kann ja sein. Geil, vielleicht sehen wir ja ein paar sowas. Kann ja sein. Vielleicht haben wir Glück. Dann los. Das Tal der Wale. Bestimmt, oder? Was ist denn das da hinten? Was ist denn da hinten? Seht ihr das? Das sind doch keine Steine da hinten, oder? Ich kann nicht ranzoomen. Aber was ist das? Ja, sind doch keine, oder sind das vor einfach nur Steine da? Könnte sein. Naja, wir bleiben in der Spur. Na, Laufpferd. Mit dem Pferd los. Warte mal. Moment. Macht mein Dings gerade. Meine Dings gerade. Mein eines Programm gerade irgendwelche Aktionen? Nee. Weil das Pferd gerade so komisch losgelaufen ist? Nee. Anscheinend nicht. Ich dachte gerade, irgendein Scan macht mein eine Programm oder so. Ja, okay. Ditsch, weiter geht's. Ditsch. Hast du doch noch Wissen von früher, Kapi? Ach, mit dem Wale und so, ja. Ja, man sind ja ein paar tausend Jahre jetzt vergangen. Da kann man schon mal das eine und andere vergessen, um Gottes Willen, ne? Wir sind ja inzwischen viele tausende Jahre vergangen und ich habe viele Leben gelebt. Kann man auch schon mal was vergessen. Boah, geil, guck mal. Die weiße Wüste im Nordosten der Sahara verdankt ihren Namen dem weißen Kalksteinboden, der mit dem gelben Sand kontrastiert. Kontrastiert. Die Erosion hat die Felsen der weißen Wüste zu steinernen Pilzen geformt. Der bekannteste von ihnen wird der Finger Gottes genannt. Geil. Der Finger Gottes. Ding, 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 ding. Weiter, Leute. Geil, wie wir einfach so durch die Pampas reiten, Junge. Wie wir einfach durch die Pampas reiten. Voll geil. Selbst hier draußen lernen wir noch was. Oh, wird dunkel, Leute. Das ist ein bisschen. Ne? Haltet euch, los geht's. Ne? Weiter und passt auf, dass er nicht vom Pferd fällt. Oh, über Stock und über Stein. Über Stock, guckt ihr das an. Da hinten ist bestimmt der Finger. Wie war das? Der Finger Gottes? Boah, ist geil, ne? Ist das geil. Vor allem die gleißende Sonne, Junge. Die geht. Warte mal. Wenn wir ein bisschen warten, können wir den Untergang miterleben, oder? Fällt mir gerade mal so. Oder? Das, guck mal hier, so fett die krasse Sonne da hinten. Ja, guck mal, die geht langsam. Boah, das wollen wir jetzt aber sehen, den Sonnenuntergang, oder? Aber dann laufen wir im Dunkeln, sag ich euch. Kann ich eine Fackel anmachen hier? Oh, geil. Oh, da lacht sogar das Pferd. Jetzt sollte er den Biber des Gottes heißen. Dann konnten sie aber nicht so nennen. Nein, natürlich nicht. Boah, guck dir an, Mann. Die Sonne ist schon rund, aber die sind so dicht an der Sonne. Boah, geil, guckt ihr an, Sonnenuntergang, Leute. Macht euch schon mal, holt euch ein bisschen Schal raus oder so, ne? Kann jetzt ein bisschen kühl werden. Ne, nachts, am Tag ist sehr heiß, aber abends, nachts und abends sehr kühl. Durch die Wüstenwinde. Macht euch einen Schal rum, nicht, dass ihr Halsschmerzen und Nackenstarre bekommt, ne? Boah, guck mal da. Da geht sie unter. Da, 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 da. Ey, dreh, mach gar nichts. Nutzlos. Hey, du bewegst dich von alleine im Epic-Modus. Ah, jetzt sehen wir ein bisschen mehr von der Sonne.
Wenn die Sonne untergeht, wird's hart hier in der Wüste. Komm, wir steigen kurz ab. Das genießen wir voll. Ja doch, Pferd. Mach keinen Stress jetzt, Pferd. Entspann dich. Mach da keinen Stress. Guck mal da. Vielleicht ein Stückchen höher? Ein Pferd sagt ja, ein Stückchen höher. Komm mal her, ein Stückchen höher, Pferd. Das wollen wir sehen, ne? Den Sonnenuntergang. Natürlich. Guck mal, dreht sich von ganz alleine los, wenn ich loslasse. Warum macht er das? Oh, jetzt ist er. Guck mal, jetzt ist er fast weg. Der dreht von alleine an, nach vorne zu drehen. Jetzt kommt langsam der Sternenhimmel, oder? Dann haben wir in der Nacht, Leute. Die Sonne geht unter. Sie geht auf. Im Norden geht über den Osten zum Süden und geht unter im Westen, richtig? Oder wie war das? Ist aber noch hell, guck mal. Okay, weiter. Es ist langsam dunkel. Passt schön auf, ne? Geht das bergab nicht, dass er mit dem Pferd umkippt oder so. Passt auf euer Pferd auf. Geil, oder? Sag mal ehrlich, ist das nicht richtig geil? Yeah. Achtung! Das große Sandmeer ist ein zusammenhängendes Wüstengebiet, das sich vom Westen Ägyptens bis ins östliche Libyen erstreckt. Boah. Dort findet man ein einzigartiges Mineral. Libysches Kieselglas. Die Größe der matt-gelb-grünen Steine variiert zwischen wenigen Zentimetern bis hin zu Fundstücken in der Größe eines Felsen. Reicht das? Kieselerde! Boah, das muss gigantisch sein, das da durchzureiten. Guck mal hier, durch das ganze Ding hier so durchreiten. Junge, da musst du echt Wasser dabei haben, sonst bist du echt am Hintern. Der Nil Ägyptens. Dann ist das hier. Was ist der grüne Nil, oder? Vor allem NASA-Bild hier. 2004 aufgenommen. Kickern. Geil. Hier gibt es natürlich jetzt nicht so viel Epik. Ah, doch! Aber ich leuchte nicht Gold, weil ich auf dem Pferd sitze. Komm. Ne, wir wollen da zu diesen Steinen. Stimmt's, das habt ihr alle gewollt. Ja, Cosi. Durch diese unwirkliche Landschaft. Galoppieren wir im leichten Schritt. Da wollen wir jetzt hoch, ne? Wenn wir schon mal da sind, klettern wir da jetzt hoch. Da kennen wir aber nichts. So, bitte, wer mitklettern will, nur wer einigermaßen es kann. Ja? Nicht, dass wir euch ins Krankenhaus bringen, weil wir haben ja kein Krankenhaus. Da kommt. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Mal gucken, wie hoch wir hier kommen. Oh, junge Digga. Geiler Scheiß.
Cliffhanger, da ist er, der echte. Komm schon. Schaffst du, komm. Hopp. Hopp, hopp. Ne? Okay, dann da vielleicht. Da, da komm hoch, da komm hoch, da komm hoch. Yes. Yes. Yeah. Ich hab nie daran gezweifelt. Boah, guck mal, die Gegend ist so unwirklich. Stell mal vor, das gibt's im Real, Leute. Guckt euch das mal an. Stell mal vor, du bist jetzt gerade an diesen Ort. Von da sind wir gekommen. Krass, oder? Stell mal vor, du bist an diesem Ort und hast kein Wasser oder so. Dann bist du echt. Du bist echt geliefert, Mann. Mann, du bist echt geliefert, wenn du ohne Wasser hier an dem Ort bist. Weil so weit das Auge reicht. Und wenn du dann noch kein Pferd hast, dann bist du richtig am Arsch. Und das arme Pferd wird nicht lange machen ohne Wasser. Wir müssen da hinten zu diesem komischen Dings. Da, wo ist unser Pferd? Ah, da unten. Ah, Spinner da. Pferdchen, komm! Oh, fast aufs Pferd gesprungen. Da wäre das Pferd jetzt tot. Guck mal, das sieht aus wie ein Gesicht. Da, der Stein da, das sieht aus wie ein Gesicht. Eine Elfin, die Ohren nach hinten gelegt hat oder so. Krass. Dann los, wo müssen wir hin? Da. Dann los, Leute. Galopp. Hopp, hopp, im Galopp. Oh. Oh, doch so hoch, ja. Oh, der Sprung. Oh, das hat das Pferd drauf. Ah, das passt, Leute. Wow. Wow. Die ging. Guck mal hier, sieht auch aus wie eine Figur. Sieht aus wie so ein Löwenkopf. Guck mal. Nee, jetzt wird es ein Schaf. Schafskopf, guck mal, sieht aus wie ein Schafskopf. Wie eine Schachfigur. Wow. Wow. Pilze. Versteinerte Pilze. Und hier musst du nach Hause finden. Ne? Komm, wir gucken mal auf der Karte, wo wir uns befinden. Ach du Scheiße. Ach, oh guck mal, wenn man geradeaus weiter kommt, irgendein Loch. Vielleicht Außerirdische. Ach du Scheiße, wir sind fernab von Jut und Böse. Junge, hier ist gar nichts in der Gegend. Hier würden wir einfach sterben, ohne dass uns einer jemals finden würde. Ey, wenn wir hier im Real Life sein würden in Ägypten, Junge, hier würde uns niemand finden. Da kannst du jemanden verscharren und niemand würde irgendwas finden, Junge. Krass. Boah. Aber da ist was, guck mal. Oder? Nee. Alter Schwede. Hier ist einfach, hier ist nichts. Da ist nichts. Ich dachte, da ist irgendwas. Krass. Guck mal hier, hier ist einfach. Junge. Hier ist was da. Das ist eine Stadt. Oder sowas. Aber wir sind weit, weit weg davon. Komm, wir reiten noch ein Stück. Vielleicht mal gucken, wie schnell wir in die Richtung kommen. Wir reiten mal ein Stückchen und gucken, wie weit wir dann gekommen sind. Galopp, Leute. Bleibt nicht zurück. Wir haben nicht genügend Wasser, ne, dass wir lange ausharren können. Harren. Da hinten, da ist doch was. Ah, nee, da kommt die helle Wüste. Oh, Steine. Ja, pass auf die Steine hier auf, ne, wo er fährt und so. Warte mal, verfolgt uns jemand? Ah, das wart ihr gewesen. Man hat euch gehört mit der Pferde. Oder die Hufen haben Echo gegeben von den Bergen, ja. Wow. Wow. Sind wir noch auf unsere Spur? Sagen wir ja. Nee, wir müssen weiter nach rechts. Wow, wir werden jetzt hier gelandet irgendwo. Ah, das ist wirklich der arme Arsch der Welt. Da ist ja gar nichts mehr drin. Da ist das der offene Tod. Das ist ja fast wie ein Zandala, Mensch. Da, mit Zandala bin ich auch an so eine Küste lang geschippert mit meinem Floß. Okay, okay. Obwohl, gar nicht so schlecht. Wir müssen jetzt nur nach oben.
Wir müssen nach oben, das heißt... Über den Berg da? Wow. Ja. Vielleicht ein bisschen den Berg umreiten. Ja, umreiten wir den Berg. Das kriegen wir hin, oder? Berg umreiten. Kriegen wir hin. Macht. Höher. Galopp, galopp. Hopp, hopp. Oh, hier ist der orange Sand. Wunderbar. Kriegen wir hin. Wir umreiten den großen Berg. Dahinter, dahinter ist er nicht mehr weit. Theoretisch. Kriegen wir hin. Jawohl. Easy. Umritten. Oh, guck, guckt euch das an. Da hinten ist der normale Sand, ne? Da ganz hinten ist der gelbe Sand. Also der hell, hellere Sand. Geil, oder? Ich glaube, ich sehe was, oder? Da hinten. Ey, guckt euch diese Berglandschaft hier an. Das ist so geil gemacht. Guckt doch mal. Die haben an alles gedacht, Junge. Wer kommt hierher? Keine Sau kommt hierher. Krasser Scheiß, Mann. Ja, guck dir, wie die Berge hier einfach gezaubert haben. Immer. Einfach hier hingestellt, einfach Berge gemacht. Krasser Scheiß. Eine riesen Landschaft. Warte mal, sind wir auf der Spur? Oh, ich glaube, wir sind gut, oder? Ist irgendwie, wir müssen uns ein bisschen weiter rechts halten. Oh, es sind eine Menge Berge hier. Teilt euer Wasser bitte ein, ja? Teilt bitte euer, immer nur einen Schluck nehmen, immer nur einen kleinen Schluck. Da kommen wir rüber, oder? Schaffen wir. Boah, guck mal, der Berg da ganz hinten. Alter. Hier rüber. Hier hoch, mal gucken, was hinter dem Berg ist. Oh. Oh. Die offene Wüste. Das ist ja wie echt. Scheiße, Mann. Das ist ja echt wie bei Lawrence von Arabien. Hinter dem Berg kommt die nächste krasse Wüste, Junge. Oh, hinter dem Berg einfach die nächste krasse Wüste. Puh, Digga. Sind wir denn unsere Spur? Ja, wir sind nicht so weit. Wir müssen ein bisschen weiter nach links. Also, ja, da. Da hinten zu den Bergen müssen wir. Das ist echt wie bei Lawrence von Arabien. Da hinten zu den Bergen. Das ist wunderbar. Wow. Ach, guck mal, wie sie hier den Berg einfach, die Steine hier so hingemacht haben. Einfach geil, oder? Diese Landschaftskultivierung, einfach geil. Haben die wirklich gut gemacht. So, warte, Orientierung nochmal. Ja, perfekt. Erstmal zu der Bergkette da hinten. Überprüft euer Pferd, ob es noch gut ist. Ich hab noch Sand in den Schuhen vom letzten Ritt. Boah, guckt euch das an. Ja, Mann, das habe ich mir gewünscht. Durch ewigen Sand zu reiten. Da ist Wasser, oder? Da ist Wasser da hinten. Oder ist es eine Fata Morgana? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Fata Morgana. Oder sind dort hinten Berge, der Nil und Wasser? Das Pferd sagt ja. Wehe, du hast gelogen, Pferd. Sag mal her. Es könnte, wir könnten es sein, dass, nee, das ist aber nicht, was wir sehen, oder? Wir sehen doch nicht das da hinten, oder? Das sehen wir doch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen uns rechts halten. Da ist eine Taverne, vielleicht kriegen wir da was zu trinken. Wir müssen da, oder? Was, warte mal, ist denn da? Was ist denn das da hinten? Junge, ist bestimmt noch nie einer gewesen. Das ist doch eine Oase. Da gibt es eine Vase in der Oase. Guck mal hier, die Dünen. Einfach herrlich. Was nun? Pferd, kannst du noch? Alles klar, Pferd? Willst du einen Schluck Wasser? Sag mal. Wo ist es? Da. Ui. Das ist ja wie im WoW in dieser Gegend, wo wir auch da was gesucht haben. Guck mal hier. Hier können wir kurz unterkommen, ne?
Aber nachts muss man reiten in der Wüste. Ne? Am Tage muss man ruhen. Nachts muss man reiten. Denk dran. Guck mal hier, das ist wie im WoW. Wie heißt denn die Gegend im WoW? Das ist, auf der alten Königreich oder ist das auf der Ogrimmar oder auf der... oder auf der anderen, ist auf der Ogrimmar-Seite, glaube ich, ganz unten auf der Landkarte, ganz unten diese Gegend. Wow. Hier war ist bestimmt noch nie einer hingekommen. Wir haben was Verborgenes gefunden, Leute. Ob es das in Real auch gibt? Guck mal hier. Eine längst vergessene Stadt. Und wir haben sie gefunden. Krass. Sag mir nicht, dass wir das auf der Karte gesehen haben. Nee, wir haben das da gesehen. Ein Stückchen müssen wir noch. Einfach nur geradeaus. Aber guck, wir haben die Ruinen gefunden. Warte mal, sind das da auch dann Ruinen oder was? Guck mal, da ist sogar eine Straße, die haben wir gar nicht gesehen. Nee, das sieht nach was Befestigten aus, oder? Da war bestimmt noch nie einer, da ist bestimmt noch nie einer hingeritten. Wer kommt schon auf diese Idee, da hinzureiten? Hier, warte mal, hier baumelt was. Was ist? Rückstände längst vergessener Zivilisationen oder was? Ja, Pferdchen. Mach jetzt keinen Wirrwarr hier, sonst verlaufen wir uns. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ganz schön windig. Dahinter, hinterm Berg, da können wir, da sehen wir was, da ist schon was. Boah, guck mal, Riesenskulpturen. Also hier muss was Wichtiges gewesen sein. Wenn hier so eine Riesenskulpturen, ne, dann war hier mal was ganz Wichtiges. Aber die Wüste hat sich ihren Platz zurückgeholt. Los, Galopp, Leute! Wow! Wahnsinn! Wow. Ja! Oh, hier! Ui, ui, ui! Ist hier ein Raumschiff? Haben wir hier die volle kampfbereite Einsatzstation? Alter Schwede, guck mal hier. Junge! Was ist das? Wir sondieren erstmal. Wir reiten erstmal ein bisschen rum. Komm mal hier hoch. Komm, Pferd, du schaffst es doch. Komm, Pferd, komm schon. Gut, aber da schaffst du. Komm, du schaffst es. Also. Warte, wir sondieren erstmal den Platz hier. Was ist das? Ist denn da ein Staudamm da hinten? Ist da hinten ein Staudamm? Guck mal hier. Ist da ein Eingang? Da ist ein Eingang von da unten. Geil. Hier ist gar keine Aufgabe, nix. Das ist cool, oder? Das heißt, wenn man hier nicht hingeht, dann wirst du es niemals sehen und niemals was erfahren haben oder keine Ahnung, was gesehen haben. Oder? Dann probieren wir es mal von unten, oder? Da geht's. Boah. Nee, hoffe ich, spoilern wir uns jetzt nicht wieder, oder so? Das ist ein Tempel oder so, ne? Guck mal hier, die Sanddüne hier. Ist ja geil. Das ist direkt unter dem Sand vergraben hier. Unter diesem riesen Sandberg ist das Ding. Galopp, Leute. Lahm sagen, Leute, lahm sagen. Galopp! Wir reiten von vorne rein, um es epischer zu haben. Lahm sagen, Leute. Oh. Und da gibt es keine Aufgabe, nix? Sagen wir nochmal ja nicht, dass wir uns spoilern. Aber hier ist keine Aufgabe, hier ist nichts. Außer das da vielleicht. Siva. Ich glaube, wir sollten hier nicht reingehen. Ich glaube,
Aber das müssen wir uns merken, Leute. Oh, boah, Junge, was wir uns alles merken wollten. Ey, wenn wir da keine Aufgabe, weil kann sein, dass das ja vielleicht zu der Aufgabe hier gehört. Deswegen machen wir jetzt mal besser nichts. Lass uns überraschen. Wenn nicht, müssen wir uns, das auf jeden Fall müssen wir da hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Denk bitte mit dran. Nicht, dass wir das irgendwie verlautert, da müssen wir und da müssen wir, da müssen wir, dann haben wir alles vergessen oder so. Ey, wenn wir da nicht hinkommen, dann müssen, da müssen wir Untersuchungen machen. Das ist ja ein vergrabenes Gebäude unter Sand und Friesenpfeiler da drin im Sand und alles. Also das dürfen wir nicht vergessen. Das ist oberhalb von Bla. Und hoffentlich war hier noch was gewesen. Nee. Hoffentlich vergessen wir das nicht. Ey. Auf jeden Fall hier ist der See. Das ist einzigartig, der See, oder? Ja. Hier ist das. Und wenn man so rüberschwingt von Feiern, dann kommt hier der See und unterhalb muss es sein. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Ah, ich bin schon heiß drauf, da gibt es bestimmt eine Quest, oder? Hoffe ich doch. Los, machen wir noch das nächste. Die Otara-Senke. Vielleicht ist es das ja sogar. Ah nee, doch, hier ist Shiva. Da ist der Shiva. Mal gucken, da gibt es sogar 9 Stationen. Komm, schaffen wir das heute noch? Hier sind ja nur 2. Bam, 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 bam. Ah, hier ist ein bisschen grün dabei. Hier ist wirklich eine Senke. Sieht ganz schön gesenkt aus. Aber wir sind mitten noch im New Warn, ja? Ey, das ist bestimmt dieser Fluss oder See, was wir gesehen haben. Zeig mal her. Sind wir jetzt oberhalb von diesem? Nee, jetzt sind wir seitwärts von diesem See. Also da. Aber noch nicht so weit weg. Sehr gut. Warte mal. Habt ihr gesehen? Da hat er... Nee, nicht machen. Hier, wollte gerade sagen. Guck mal da. Da ist doch Wasser. Boah, das müssen wir auch angucken. Da führt sogar ein Weg hin. Guck doch mal. Ist das wieder so ein Aquädukt oder sowas? Da müssen wir auch gucken gehen. Junge, wie sollen wir da... Junge, da kommen wir nur hin, wenn wir hinreiten. Okay, wo ist denn Alter? Eine krasse Senke hier, oder? Ich meine, sind wir die ganze Zeit durch eine Senke geritten oder so? Dann los. Bam. Willkommen bei... Die Katara-Senke. Also das ganze Ding vor uns, oder was? Da geht's runter, okay. Dann los. Die Katara-Senke liegt im nordwestlichen Teil Ägyptens. Das große natürliche Becken liegt 133 Meter unter dem Meeresspiegel und ist komplett mit Salz bedeckt. Echt? Nach der Afar-Senke ist sie der niedrigste Punkt des afrikanischen Kontinents. Ach, das ist ja ein Ding. Man sieht das Salz jetzt aber gar nicht so. Vielleicht sind wir zu weit weg. Ah, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen im Reel. Da gab es doch mal einen Bericht drüber, glaube ich. Was ist das? Quatera-Senke. Während... Und Klammer zu, Sandsturm in Ägypten, 2006. Sandsturm in Ägypten. Achso, dann ist gerade ein Sandsturm oder was? Okay. Müssen wir Pferd oder können wir laufen oder was? Guck mal her. Nur da gibt es nicht so viele. Hier gibt es ja nur 2. Ist das auch noch die Senke? Geht die Sonne auf oder unter? Die geht unter. Das Klima ist heiß und trocken. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 36 Grad Celsius. Boah. In der geschützten südwestlichen Region liegt die berühmte Siwa-Oase. Ah. Heute fördert man in der Katara-Senke Erdöl. Ach, Kigan, da sind wir wieder beim Erdöl. Die Shiva! Fertig? Aber da hinten ist Wasser. Das ist der da also. Und oberhalb ist das, da müssen wir dann auch irgendwann noch hin. Hoffentlich denken wir daran. Dann los. Dann haben wir es hier mitten in der Walachei.
Da unten sind Bäume. Ist schon ziemlich hoch anscheinend. Und eine Straße ist dann. Wahnsinn. Das war bestimmt früher alles voller Wasser gewesen. Ey. Okay, dann los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Gemäuer da erkunden dürfen oder nicht. Also wenn nicht mal manuell. Zwar nicht mehr heute, aber jetzt bin ich mal gespannt. Oh Mensch, Menschheit wieder, Zivilisation. Ah, sehr schön. Wie weit sind wir denn weg von dem? Wo sind wir denn? Ah, wir sind nicht so weit, da sind wir, da fängt es an, ist ja klar. Ah, wir erkunden wahrscheinlich, obwohl, wie, guck mal, wir sind ja überall Erkundigungen. Vielleicht gehen wir ja in die Richtung. Zeig mal her, im Moment gucken wir in die Richtung. Zeig mal, in welche? Wir gucken mal in die Richtung, also gehen wir da in die Richtung. Was ist das für ein Turm? Dann los. Wir gehen genau entgegengesetzt leider. Na, wenn nicht, müssen wir manuell das machen. Siva! Willkommen bei Siva. Siva. Wir müssen in die andere Richtung. Aber gut, dann halt nicht. Dann los. Tachchen. Schöne Gegend hier. Waren Sie schon mal in dieser Ruine? Nein? Tachchen. 36 Grad heute, ne? Und es wird wärmer. Mach den Beat nicht leider. So. Ah, die haben es aber gemütlich hier, oder? Jo, warte mal. Oh. Tachchen. Schönes Wetter heute hier, ne? Oh. Ist das Ihr Freund? Was? Ihr Bruder. Ah, Bruder. Ah, okay. Und, ah, soll ich mitkommen? Samu. Alles klar? Anscheinend nicht. Komm, auch ein schönes. Später vielleicht, okay? So, dann los. Was macht der hier? Was ist das? Schwarze Oliven, oder was? Ah, ihr sortiert wieder. Wunderbar. Tag. Tag. Ah, gemütlich hier bei euch. Oh. Hier sind große Tauben hier. Meine Hühner. Große Tauben. Eieieiei. Wir sind doch hier nicht bei CSGO. Amen. Oh, jetzt. Die Oase von Siva liegt in der westlichen Wüste Ägyptens. Hm? Die Oase liegt in einer Senke ca. 20 Meter unter dem Meeresspiegel. Ihre natürlichen Quellen und das milde Klima ermöglichten die Kultivierung von Dattelpalmen. Ah! Die Region ist zwar von der ägyptischen und afrikanischen Kultur beeinflusst, die isolierte Lage brachte jedoch eine einzigartige Kultur und Sprache hervor. Boah. Obwohl man dieselben Götter verehrte, unterschieden sich die Tempel von Siva von traditionellen ägyptischen Tempeln. Hey, guck mal hier, sind voll die Sandstürme hier. Junge, wenn du hier eine halbe Stunde draußen bist, hast du eine Sandvergiftung, eine Feinstaubvergiftung hier. Sag mal, ihr seid doch alle vergiftet, oder? Übrigens, man kann zwischen deine Beine den Ding-Dong locken. Du solltest dir auf jeden Fall mal was in Schlüpfer ansehen. Hm. Mein Gott. Das hier ist alles so, Mensch. Was für eine Senke hier. Warte mal, kann ich scrollen? Ja, hier können wir ein Stück scrollen. Hier ist der sogenannte Hund begraben. Ah, guck mal, oben auf dem Berg ist aber auch gut geschützt. Die wo ist denn das hier auf dem Berg? Da oben oder was? Gibt's da noch ein anderes? Nee. Taschen, alles klar? Interessante. Oh. Hallöchen.
Waren ja mal viele Ladies hier. Seid ihr jetzt nur hier, weil ich gerade da bin? Oh, was hast du denn da drauf? Äpfel, ja? Schön, kann ich einen haben? Dann halt nicht. Dann behalt doch deine Äpfel. Tag. Schön, schön hier, schön hier. Mann, ihr habt da eine Menge zu sortieren hier. Da hast du noch heute was zu tun, oder? Wenn du den ganzen Batzen hier fertig haben willst. Sehr schön. Oh, jetzt. Die Ägypter des Alten Reiches bezeichneten die Oase wegen ihrer einzigartigen Lage auch als Kessel. Oasen waren für Nomadenstämme und die Karawanen äußerst wichtig. Ohne sie gab es in dieser rauen Landschaft keine Überlebenschance. Deswegen wurden die Oasen schnell zu Handelszentren und Orten politischer Macht. Echt? Politischer Macht auch noch? Welche Art? Boah, gut, oben steht ein langer Text. Gesamtansicht der Siwa-Oase, 19. Jahrhundert. Dissens executed per linen de Belafonte. Natürlich. Lost the Seas Voyage in Egypt. Nubi. Arabique Petri. Gott sei Dank spreche ich ja Französisch auch wie meine Muttersprache. Herrlich Oasen. Weiter geht's. Was für denn? Überbrücken wir mal ein bisschen. Herrlich hier, schön gemütlich. Tagchen! Ja. Schön. Ach, ja. Nächtige Ringniederschlagsmengen sorgten für das Überleben der Oasen. Die natürlichen Bassins wurden von unterirdischen Flüssen gespeist. Echt jetzt? Da viele dieser Flüsse parallel zum Nil verlaufen, glauben manche Geologen, dass es sich um alte Nebenflüsse des mächtigen Stromes handeln könnte. Es gibt Beweise dafür, dass die alten Ägypter versuchten, selbst Oasen anzulegen. Kick an! Also da die... Ah, da! Ah, kick mal da! Ach so! Da, warte mal. Wow, frisch. Wasser ist ganz frisch. Fast aus auf den Kopf geschlagen. Tagchen. Wirklich warm hier. Was machst du hier? Ah, du sägst ein bisschen was, ja? Gut. Alles klar. Gut, gut gemacht, Männer. Ein Stück. Oh, gehen wir jetzt auf dem Boot? Die Palmen sind vom Feinsten hier. Mensch, finally. Okay. Was jetzt? Am bekanntesten sind wohl die libyschen Oasen, da sie geografisch und kulturell mit dem Niltal und dem Nildelta in Verbindung stehen. Diese Oasen im Westen unterscheiden sich geologisch von anderen Regionen Ägyptens. Zu den berühmtesten und wichtigsten Oasen zählen Karga, Dakhla, Farafra, Bahariya und Siwa. Falafla, Farafla, Falafla. Was sind das jetzt? Ansicht der Oasen im Westen während, Klammer zu, Sandsturm in Ägypten. Auch bei den Sandstürmen. Ja, grüezi. Und was ist dieses komische L? Steht es für Loser oder was? Was ist das für ein L, sag mal? El Bandi oder was? So, naja, denken wir jetzt nicht drüber nach. Weiter. Weiter geht's. Oh Mann, Leute, ich bin so entspannt. Ja, dann los, renn mal ein Stück. Huch. Sag mal, wo gehen wir denn hier hin? Wo laufen wir da? Wie mitten durch der Walachei hier wieder? Guck mal, die Wellen auf dem Wasser. Geil.
Dann los, Leute, wir rennen ein Stück. Oh, pass auf hier, nicht, dass euch ein Splitter am Fuß macht. Menscheskinder hier, mitten durch die Wallerei. Wo rennen wir denn jetzt hier hin? Ah ja. Oh, was ist denn das hier? Junge, das sieht jetzt aber ziemlich modern aus. Das sieht aus, das ist doch außerirdisch. Ist das tief? Hallo, Kollege? Ist das tief? Wie, du willst nicht? Bist du noch nie reingesprungen? Nicht? Dann mache ich das mal für dich, ja? Damit wir das mal wissen, wie tief das ist. Hopp! Weg her. Okay, ich kann nicht tauchen. Ist also nicht besonders tief. Aber frisch. Wasser ist frisch, man spürt's. Nicht abgestanden oder so. Ja, ist frisch Wasser, aber nicht besonders tief. Also keine Angst wegen Reinfallen oder so. Ist Schulter hier bis, ne, ist nicht tief. Man kann drin stehen. Gut, dann weiß sie auch Bescheid, falls sie Angst hat oder so. Ich glaube, wir brauchen mal ein Pferd, glaube ich. Die Sonnenquelle ist nur eine von vielen Thermalquellen Sivas. In dieser aber soll Kleopatra selbst gebadet und ihr ihren Namen gegeben haben. Die Existenz der unterirdischen Quelle wurde bereits von Herodot im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit bezeugt, als die Oase von den Griechen von Kyrene noch Ammonion genannt wurde. Geil. Haben die einfach so eine Quelle angelegt, Junge. Das ist ein echtes Bild. Siva Oase, Quismin Siva, Government, Metro Bla, 2012, okay. Guck mal, das existiert da. Da ist auch so ein Ding, so ein Wasserding. Cool. Ditsch. Ein echtes Bild sogar. Ditsch. Ditsch. Dämmer auf die Pferde, Leute. Kann sein, dass wir ein Stück reiten. Komm her. So reiten wir, ne? Brauchen wir nicht so latschen. Schön auf entspannt mit dem Pferd so. Da, Benz. Heute Abend werdet ihr wieder alle gut schlafen können. Was kommt da für Gebäude? Da sind sie, die Osterinseln. Jetzt haben wir sie. Ah, guck mal, hier sind schon wieder diese Figuren. Figuren. Wow, eine fette Straße hier, oder was? Wofür sind diese Skulpturen? Gibt es irgendwo einen Einlauf, oder was? So, los. Orakel sagten die Zukunft voraus, lieferten mehr oder weniger obskure Omen und boten göttlichen Ratschlag an. Das sivanische Orakel zählte neben den Orakeln von Delphi und Dodona zu den wichtigsten Orakeln der antiken Welt. Wegen der griechischen Kolonien in der Kyrenaika verband man im Tempel den Kult des Zeus mit dem des Amun. Oh, Zeus und Amun zusammen? Habe ich auch noch nicht gehört. So, oh, guck mal da. Das ist jetzt schon wieder so eine Grab, das ist schon wieder so ein Ding hier. Zeus und Amun zusammen. Weil da draußen liegt nochmal so ein komisches Tempelding drauf. Gehen wir da jetzt rein in so ein Ding oder was? Oder wie da was? Da, guck mal da, da steht ja auch eine Figur mit umleuchtet und so. Das ist der Typ, den wir jetzt auf dem Bild hier haben. Wahrscheinlich der. Da muss es ja Zeus sein, der da ist. Mit zwei Schafe. Zeus, sag ich, darum steht der Amun auf den Thron. Und wo ist Amun? Warte mal. Zeus, Amun auf den Thron. Wo ist Amun? Na ja, oh, das ist aber der. Komm, wir reiten nochmal ein kleines Stück zurück, um die Figur da zu sehen. Dann ist er das, oder? Nee, das ist nicht Zeus. Das ist so 100 Pro nicht Zeus. Aber geil, oder? Guck doch mal. Oh, da fehlt, da, auf der anderen Seite fehlt. Da hat der T-Rex wahrscheinlich zugeschlagen.
Boah, guck mal. Geil. Warte. Knien wir nieder, man weiß ja nicht. Hallo. Pferd, sei brav. Hopp. Der pennt ja. Na du? Geil. So, kann ich ihn besser sehen? Da können wir nichts, das sind Assassinen. Ja, ja. So hier, guck mal, so. Ah, herrlich. Ah, schön gemacht. Brecht dem bloß nicht die Nase ab. Oh, wir haben noch ein Stück zu. Geht es bis in den Stadtteil rein? Guck mal, da hinten ganz rechts, das sieht aus, als ob so eine Figur in der Wand, in der Mauer da drin ist, jetzt geradezu, also geradezu zu dem Berg dahin, der mit so einer Hand so macht oder so. Mit drei Fingern so irgendwie so. Seht ihr das? Da hinten? Also da. Krass, sieht aus wie eine Figur in der Wand drin und die mit der Hand so. Könnt ihr das sehen? Da, mein Piepmatz kann das vielleicht nochmal zeigen. Da! Da ist die Hand und da die Figur. Seht ihr das? Da ist der Kopf, die Nase, das Kinn. Krass, oder? Da, 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 da. Sag mal, ist da ein Staudamm dahin oder so? Boah, guck mal hier. Geil. Oh ja, wir fliegen drauf zu, pass mal auf. Da, guck mal. Vor allen Dingen stehe da oben. Okay. Boah, das hat fast wehgetan. Dann los, dann weiter, Leute. Dann weiter. Nächste Spur. Guck mal, da sind ja Figuren, da sind ja Menschen dazwischen. Das ist aber ein anderer Kult hier. Da sind zwischen den Figuren ja noch Menschen. Okay, Bruder. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir denn hier lang? Das ist es nicht. Na toll. Wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Moment. Wo ist er jetzt? Fuck. Ist das unser nächster? Wo ist denn jetzt unser nächster Punkt? Hier? Ja, hier waren wir nicht, oder? Doch, hier waren wir doch. Hier waren wir. Okay, dann also so lang. Anscheinend hatten wir den dann hier, oder was? Okay, den hatten wir dann, also... Hier, ja, ja, okay, dann hier, ja, ja. Das ist aber ein anderer Kult hier anscheinend, guck doch mal. So ist es kein Wunder, dass selbst Alexander der Große mythologischen Helden wie Herkules oder Perseus nacheifernd die gefährliche Reise nach Siwa auf sich nahm, um das Orakel zu befragen. Dieser Mut fand die Zustimmung des Orakels, welches seinen Anspruch auf den Thron von Ägypten bestätigte. Er wurde als Sohn des Amun bestätigt, eine Herrschaftslegitimation, die bislang noch keinem fremden Invasoren zuteil geworden war. Man haben die mitten in der Pampas hier so ein Komplex hingebaut, Junge.
Wahnsinn, oder? Was die hier so hingebaut haben. Oh, da war eine rote Tafel. Große Sohn des Amun. Alexander, der große Sohn des Amun. Da haben sich alle selber so benannt. Der war so ein richtiger Sohn. So ein Sohn aber auch. Also, Alexander der Große als Pharao. Tempel des Amun von Jan Birobinot. Itch, sitch. Weiter geht's. Schon wieder dunkel. Die sind am Munkeln, dann ist es dunkel. Oh. Gucken, was hier noch kommt. Oh, wir kommen näher. Die Reichen und Mächtigen schickten großzügige Geschenke oder nahmen weite Wege auf sich, um sich das Wohlwollen des Orakels von Siva zu sichern. Oh. Jede erfolgreiche Weissagung erhöhte das Prestige des Orakels. Der berühmte Läufer Eubotas, Bürger von Kyrene, wandte sich an das Orakel, um zu erfahren, ob er bei den 93. Olympischen Spielen 408 vor unserer Zeit gewinnen würde. Das tat er, und das Orakel von Siva mehrte dadurch seinen Ruhm. Was? 400 Jahre vor Bla? Hä? Junge! Oh, was ist das denn? Verzeihung des Siegers. Das Orakel hat's gewusst. Dann muss ich das ja gewesen sein, oder? Scheiße. Dann muss ich das gewesen sein, das Orakel von Siva. Bam, 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 wusch, weiter geht's. Gehen wir noch was reinnehmen. Oh. Irgendwie wirkt diese Gegend wie so eine Kultgegend, so kultisch so. Der Tempel des Orakels des Amun wurde im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit von Pharao Amasis erbaut. Im Spiel wird der Eingang von widderköpfigen Zwingen bewacht, dem Tier des Amun. Inspiriert sind diese von Bildwerken, die heute im British Museum zu sehen sind. Eine andere Möglichkeit wäre eine griechische Interpretation des Zeus Amun gewesen. Eine Sphinx mit menschlichem Haupt und zwei Hörnern. Diese Darstellungsweise war sehr verbreitet in Siva. Ach, das passt schon. Ich würde sagen, es ist Widder wird es nicht gewesen sein, weil Widder kannten die nicht. Wird wohl eher die andere Variante gewesen sein. Wäre eine griechische Interpretation. Das würde ich auch mal sagen. Ich meine, wo soll der Widder hergekommen sein? Wenn es in der Gegend keine Widder gibt, woher wollen die wissen, dass es einen Widder überhaupt gibt? Wenn sie es nicht aus dem Orient irgendwo hergekommen haben. Also irgendwo müssen wir die Information vom Widder her gehabt haben. Wenn es da keine Widder gibt und keiner mit Widder gekommen ist und keiner Widder kennt, wie soll er Widder geben? Theoretisch gesehen. Fertig. Also das war es auf jeden Fall nicht. Ich dachte ja, dass wir da zu dieser Ruine kommen, aber nur selber entdecken. Da, da. Da müssen wir das wohl selber entdecken, aber nicht mehr heute dann. Nee, 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 wozu? Nee, lass uns mal reinreiten. Das ist doch der Tempel des Amun hier, oder nicht? Ah, da kommt die nächste Aufgabe dann. Okay, dann bleiben wir aus. Wow. Junge. Oh, hier steht ja sogar Soldat. Macht denn der da? Betet der die Fackel an oder was? Achso, der hat Angst vor dem Pferd. Warte mal, dann ärgern wir den noch ein bisschen. Na, Van, wollten nur ein bisschen Spaß haben machen. Keine Angst. Du auch noch ein bisschen? Hä? Hast du Angst? Wir haben Angst vor Pferden. Ja gut. Siva. Das
sind keine Aufgabendinger, ne? Aufgaben sind immer da, wo so eine Kästchen sind, oder? Na, wir werden ja sehen. So, dann haben wir das für heute erstmal wieder. Zeig mal, was haben wir denn? Was kommt denn dann als nächstes? Das Frerium. 8 Stationen. Die Stadt Memphis. Ägypten neu entdecken. Natron. Die Fauna des alten Ägyptens. Die Flora des alten Ägyptens. Alte ägyptische Hieroglyphen. Jan Francis Compoleon. Die Gründung Kyrenes. Oh, komm, haben wir auf jeden Fall zu tun noch in dieser Rubrik. Wunderbar. Wo lockt man es denn aus? Dann reiten wir nochmal runter. In the city, in the summer. Gab es irgendwo Wasser? Da sieht man normales. Und das ist, ne? Ah, ich kann uns hier irgendwo niederlassen. Da war ein Platz. Tag. Wolltet ihr gerade einen Euro haben? Oh nein. Sehr entspannt. Oh, klar. Da ist nicht klar. Oh, ein Kamin. Dann bleiben wir doch hier. Na, Bent? Gibt's hier irgendwo, wo man, gibt's hier, kann man hier ein Zimmer mieten? Gibt's hier zufällig Unterkunft, wo man ein Zimmer mieten kann? Ich stelle mal mein Pferd hier ab, ja. So, fragen wir mal, ob man hier ein Zimmer mieten sich kann oder so unterkommen kann. Ist ja auch schon spät, ja. Oh, diese Kamin. Wo war denn die nette Frau? Ich frag mal hier. Oh Gott. Hallo, Tachchen. Kann ich mich dazusetzen? Ja. So, setzen wir hier bei den Ladies. Na, ein Stück noch. Ein Stück. Na, noch ein Stück. Jetzt. Bleiben Sie doch sitzen. Entschuldigung. Ich wollte mich doch nur hinsetzen. So, jetzt. Na, Benz. Gibt es hier zufällig Zimmer? Kann man hier irgendwo ein Zimmer sich mieten? Ich bin Assassine. Wir sind hier Assassine auf der Durchreise. Nein? Gut, dann bleibe ich einfach nur sitzen, okay? Ich brauche nicht unbedingt ein Zimmer. Wohnen Sie hier? Sind Sie schon lange hier? Ihr ganzes Leben. Und? Waren Sie schon mal da hinten in dieser Ruine, die von dem Sand fast aufgefressen wird? Na, als Kind? Ah, okay. Dann nicht verraten, wir wollen da auch noch hin. Bitte nichts verraten. Gut, ich mach dann mal hier die Augen zu, ja, dann will sie nicht weiter stören. Und sollte irgendwas sein, einfach rufen mich. Ich bin Assassine, ich kann sie beschützen. Gut. So, Dietsch. Oh nee, warte mal. Doch. Ich dachte schon, oder ja. Dem, 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 dem. Wusch. Boah, ich bin total entspannt von dem Spiel. Ich kann nachher auf jeden Fall gut schlafen. Boah, ich kann nachher gut schlafen. ADS ist befriedigt. Butsch. Schöne Aufnahme geworden. Hab schön was gesehen, Mann. Sind sogar mit dem Boot gefahren. Sehr nice. So, beenden wir erstmal hoch. Beenden wir erstmal die Aufnahme. Für die YouTube-Leute wisst ihr Bescheid. Wir sind jetzt in der Endphase, ne? Also, was heißt Endphase, ne? Zwei Rubriken nur noch, das sind die zwei Rubriken. Bin mal auf die Pyramiden gespannt. Wir können sogar reingehen. So, erstmal Aufnahme beenden. Wir sehen uns.